Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, ja, zu meinem nächsten Let's Play Projekt. Und zwar ist es tatsächlich Resident Evil Zero, Freunde, tatsächlich, ja. Hier kriegen wir jetzt noch ein paar Spielszenen, die möchte ich erstmal nicht. Ja, ich bin so froh, dass das auf meinem Rechner läuft. Und auf der alten Kiste hier. Es hat mich etwas überrascht, aber nun gut. Das nehme ich gerne. Ja, hier ist es nun, Resident Evil Zero. Ich müsste immer wieder was wegdrücken. Und ja, zeitlich gesehen und gedanklich gesehen müssen wir uns jetzt mal ein bisschen zurücknehmen. Das heißt, wir springen jetzt hör doch mal auf. Wir springen jetzt in die Zeit vor dem ersten Teil. Wieder zurück nach Raccoon City, liebe Leute. Und ja, dieses Spiel ist quasi dafür da, um mal aufzuklären, wie ja, die ganze Sache mit dem T-Virus entstanden ist und wie das alles überhaupt angefangen hat. Und ja, da würde ich einfach sagen, starten wir jetzt einfach mal. Das ist die PC-Version des HD-Remasters. Und genau, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hiermit klarkommen. Vor allem auch mit der Steuerung. Ich denke mal, das könnte ein bisschen tricky werden, weil ich spiele es auf der Tastatur. Und gut, wir haben jetzt hier nochmal ein Hauptmenü. Neues Spiel, klar. Optionen. Da haben wir hier Steuerung. Bildformat, was ist das? Breitbild, das lasse ich so. Audio. Ja, das ist in Ordnung. Steuerung. Guck mal, da haben wir die Steuerung. Ganz klassische WASD-Steuerung. Finde ich gut. Und wenn man die Inter. Ja, ich bin noch ein bisschen minimal erkältet, aber es geht schon wieder. Wenn wir die Leertaste gedrückt halten, dann gehen wir. Shift ist zielen. W und S oben unten. Shift ist und Leertaste ist Angriff und F ist Aktion. Shift und R ist Reload, Nachladen, okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, lassen wir einfach mal. Sprache ist Deutsch, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in ein neues Spiel. Ich weiß nicht, was Extras jetzt nach Handbuch, Galerie, Mitwirkende. Ne, wisst ihr was, Leute? Wir haben jetzt schon lange genug rumgelabert. Starten wir in Resident Evil Zero auf die Geschehnisse vor dem ersten Teil. Oh, Schwierigkeitsgrad. Schwer. Nee, ich würde einfach sagen, wir spielen Spiel wie alles auf normal. Wenn wir fehlen, dann fehlen wir halt. Ne? Und ihr seht es auch, ich habe es vielleicht schon gesehen, grafisch sieht das ein bisschen schicker aus als alle Resis, die ich bis jetzt gespielt habe, aber wie gesagt, mehr dazu später. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Resident Evil Zero. Okay, jetzt haben wir hier noch so ein paar Einstellungen, aber ich glaube, die können wir so lassen und let's go. Auf geht's. Viel Spaß. A Midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this.
As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Die Tür in die Sicherheit ist verschlossen. Ganz klassischer Resident Evil Anfang. Es gibt kein Zurück. Ganz genau, liebe Freunde. So, jetzt einmal ganz, ganz langsam. ja. Die Leute, die ihr da in der Cutscene gesehen habt, ich glaube, wenn ihr meine Resis geguckt habt, bei mir und, oder auch bei anderen YouTubern, dann wisst ihr schon, wer das ist. Nämlich der eine, unser Captain, der da eben gesprochen hat, das war Enrico. Der Typ, den wir im ersten Teil in der Höhle gesehen haben, wo wir mit Jill Valentine unterwegs waren in das Umbrella-Labor. Und der lebt jetzt natürlich noch. Er wurde noch nicht erschossen. Und ja... Mein Gott, wir spielen Rebecca, Freunde, Rebecca Chambers, Stars-Mitglied, der Neuling, von dem wir im zweiten Teil gelesen haben, die wir auch mal angeteasert haben im Resident Evil Teil 1. Und ja, sie hat hier ein schönes Rescue hinten draufstehen, richtig cool. Und ja, wir sind jetzt hier in so einem Zug von in Record City in Vororten und naja... Was hier passiert ist, habt ihr gesehen, hier laufen überall trotzdem schon Viecher rum und es ist halt noch vor dem ersten Teil, aber die Viecher waren halt schon da und wer diese mysteriöse Frau da auf dem Berg war, weiß ich gerade ehrlich gesagt auch nicht. Und draußen hupt gerade auch ein Zug. Das ist gerade sehr interessant. Ganz genau, wir fangen jetzt hier diesen Zug an und müssen
einen Gefangenen finden, und zwar Billy Cohen, scheinbar. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt läuft, das Spiel. Gut, im Bereich liegt Gepäck verstreut. Die Sitze sind voller Blut. So, dann gucken wir uns mal erstmal mit der Steuerung. Es ist ganz klassisch mit fixen Kameraperspektiven gehalten. Das finde ich sehr schön. Tatsächlich, guck mal, da liegt eine Tasche. Da liegt eine Tasche, Rebecca. Ach, das ist so cool. Wir sind Rebecca Chambers hier. So, dann. Im Abteil liegt Gepäck. Okay. Hier haben wir nichts tatsächlich. Dann gucken wir uns mal das Menü an. Wo haben wir hier das Menü? Q ist die Karte. Karte sieht so aus. Okay. Da kann man auch reinzoomen. Okay, wir sind jetzt hier im Zug natürlich, ne? Escape geht man raus. Wo ist denn jetzt hier unser Menü, sagt mal. Moment. Taste C. Okay, interessant. Okay, aber es ist halt jetzt, ja, ein komplett neues Spiel. Und, ach, dieses Menü ist klassisch. Schaut euch das an. Wir haben hier, wir sehen hier unten, was wir ausgerüstet haben. Wir haben 6 Item-Slots. Wir sind Rebecca Chambers. Und wir sind gesund. Wir haben hier einen Partner. Was hat's damit auf sich? Okay. Persönlich Objekt verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Was ist denn das? Untersuchen. Ah, guck mal, hier können wir auch die Items wieder schön untersuchen hier. Instrumente zum Mischen und Anrühren von Arzneien. Aha. Was ist das? Okay, also wir sind halt, wir sind scheinbar ein, eine Krankenschwester oder ein Sanitäter. Und, wechseln? Was ist wechseln? Verwenden? Kostüme? Okay, warum haben wir schon Kostüme? Wir können jetzt hier den Look ändern, aber ich lasse es einfach mal so wie gehabt. Ich möchte am besten, ja, am besten alles so lassen. Optionen, was haben wir da? Ach so, den Standard, okay. Standardkram. Gut, wir haben die Waffe ausgerüstet hier, die können wir uns auch angucken wahrscheinlich, untersuchen. Was haben wir hier für eine? Eine Stars-Waffe. Schaut mal. Standardausrüstung für Stars-Offiziere. Verwendet 9mm Parabellum-Munition. Ziemlich schickes Menü auch, muss ich sagen. Und hier können wir wieder die Waffen kombinieren. Die Munition ist aber schon kombiniert. Okay. Untersucht die mal. Ja, das ist auch die klassische rote Munition aus jedem Resident Evil-Teil. Gut, dann würde ich vorschlagen, können wir nochmal die Map. Das heißt, wir können da gar nicht hin, oder? Wir können hier gar nicht hin. Verschlossen. Dann hier wahrscheinlich rechts auch. Da kommen wir, Sie haben den Zug noch nicht komplett durchsucht. Okay, das heißt, wir müssen den Zug einmal komplett durchsuchen. Ja, und ihr seht schon, ne, grafikmäßig hat sich das schon ordentlich verbessert, im Gegensatz zum allerersten Resident Evil. Ich meine, es ist auch, das Originalspiel kam, glaube ich, auch erst aus so einem Gamecube raus und das haben sie dann hier jetzt als HD-Remaster nochmal für den PC gemacht. Die System- und Speisewaage ist verschlossen. Sie kommen nicht rein. Und das sieht man, also das ist schon ordentlich. Und wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt, so zielt man. Wenn man jetzt hier die Leertaste drücken würde, würde man, glaube ich, schießen. So, aber dann lauf einfach mal hier hinten rein. Ach, und die ganz klassischen Türladesequenzen. Ach, das ist herrlich, Freunde. Das ist herrlich, das gefällt mir. This is Officer Chambers from Stars Bravo. Eine Cutscene. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced ach, ganz klassische Zombies.
Okay, ganz klassische Zombies. nein, lauf einfach hin. So, und ich hoffe, dass wir die wirklich kaputt machen müssen. Ah, ganz klassische langsame Zombies. Ah, wie cool, ey. Wenn wir so und genau, so zieht man nach unten. Ich hoffe, das ist jetzt kein... Boah, schaut euch die mal an. Wie hochauflösend die sind. Ja, Rebecca, die sind nicht wirklich tot, beziehungsweise doch, die Koffer der Passagiere liegen überall herum. Die sind tot, aber irgendwie dann auch halt auch nicht, ne? Ist halt klar, wir wissen halt noch gar nicht, was hier abgeht, ne? Können wir hier raus? Nein, verschlossen. Okay. Ja, ganz klassische Zombies, Freunde. Drei Stück. Die brauchen irgendwie... Die haben jetzt 13 Schuss gebraucht für drei Stück, ne? Also im Schnitt 4 Schuss. Kombiniere damit. Aber die Steuerung gefällt mir tatsächlich. Klassische WASD mit Enter und... wir müssen direkt hier hinten weiter. Okay. Mit Enter und Leertaste und so. Finde ich cool. So kann man das gut spielen, finde ich. Gut, dann gucken wir uns mal weiter diesen Zug hier an. Was haben wir denn hier? Der Regen draußen wird immer schlimmer. Ja, das stimmt. Ist ungemütliches Wetter. Gott, was haben wir denn hier? Zwei Türen. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Ja, und wir, wie gesagt, wir schauen uns jetzt einfach mal hier um und suchen diesen Gefangenen. Billy Cohen, oder wie er heißt. So, was ist das? Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Okay. Ja, da liegt Mutti. Die nehme ich gerne. Die nehme ich gerne. So. Parabellum. Dankeschön. So, wunderbar. Was hast du hier noch? Irgendwas für mich hier? Der arme Kerl wurde sicher im Schlaf angegriffen. Dein Körper ist voller Schleim. Ach Gott, das lässt doch schon wieder ahnen. Schlimmes erahnen. Der Regen peitscht gegen das Fenster. Wie lange das wohl noch so weitergeht? Ah, schaut mal, hier haben wir was zu lesen. Passagiertagebuch, 14. Juli. Oha, es geht direkt spannend los. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Arklay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. Alles klar. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffentyp Y139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y139. Wir wissen immer noch nicht genug über die Reaktionen auf das T-Virus in Krebsen. Es gibt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Ah, die haben also erst zwei Krebsen angefangen, bevor sie... Ach, okay, interessant. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interner Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Ja, das wissen wir. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Deswegen auch bei den Zombies immer auf den Kopf zielen? Okay. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschung? Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten für uns und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten von bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Okay, das Passagiertagebuch und... die Leute, die hier mit diesem Zug gefahren sind, sollten
Scheinbar Umbrella untersuchen. Ein tadellos gearbeiteter Anzug. Die Taschen sind leer. Sonst haben wir hier nichts außer Muni. Sonst haben wir hier scheinbar nichts außer Muni. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus hier. Ja, die Steuerung ist ganz cool eigentlich. Nur ich muss mich halt an dieses WASD gewöhnen. Das ist keine Panzersteuerung mehr. Tatsächlich. Gut, gehen wir in die nächste Tür rein. Wir durchsuchen hier alles. Nach irgendwelchen Hinweisen. Ein Speicherraum. Ganz klassisch und eine wunderschöne Musik. Hier gibt es nichts Nützliches zu sehen. Und ganz klassisch die Farbbänder. Dankeschön. Und Heilkräuter. Okay. aber ich würde sagen, wir müssen hier tatsächlich... Das ist eine Schreibmaschine. Daten aufzeichnen, ja. Wir müssen hier in diesem Let's Play auf die Speicherpunkte tatsächlich zurückweichen. Weil wir hier tatsächlich keine Save-Stats haben. Nicht so wie im nicht so wie in den PlayStation-Teilen. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich aufpassen. Ah, da ist ein grünes Kraut. Nimm das bitte, Rebecca. Nimm das grüne Kraut. Warum nimmst du nicht das grüne? Okay. Grünes Kraut. Danke. Ah, das ist so eine wunderschöne Musik hier. Schön. Untersuchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in den Arklay Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde daher vor... Sie wurde vor... Jahren geschlossen. Okay, das ist tatsächlich blutbeschmiert. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Ja, in den Arklay Mountains. Erinnert ihr euch an den ersten Teil? Da war die Umbrella. Das Umbrella-Labor. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass ihr Team dabei Unterstützung leistet. Folgende Befehle zu William Birkin und der ersten Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Leute, William Birkin! Ey, das ist so krass, hier kommt echt alles zusammen, ne? William Birkin ist der verrückte Wissenschaftler aus Teil 2, der sich T-Viren gespritzt hat. Und sich in ein übelstes Viech hier verwandelt hat. Oh, okay. Interessant. Meine Güte. Der Rest ist zerrissen und unlesbar. Aber krass, dass jetzt hier tatsächlich William am Start ist auch. Finde ich echt gut. Ach, ich liebe diese Musik hier. Eine wunderschöne Soundtrack. Und ja... Bei diesem Spiel gibt es auch eine Besonderheit. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, wir haben hier keine Kisten. Freunde, wir haben hier keine Kisten und nur sechs Itemplätze im Menü. Ja, das wird spaßig. Wir müssen die Sachen überall ablegen und uns dann erinnern, wo die sind. Das wird schwieriger jetzt auf jeden Fall. Also in diesem Spiel gibt es keine Kisten. Ja, sehr interessant. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen was. Wir haben jetzt eigentlich nur noch 2 Minuten. Aber ich denke mal, da es die erste Folge ist, machen wir hier noch mal ein bisschen weiter. So, was haben wir denn hier noch? Okay, hier ist eine Sackgasse scheinbar. So, einmal vorsichtig hier. Im Abteil liegt Gepäck verstreut. Da liegt aber auf jeden Fall ein glitzerndes Item. Ja, die Items, die glitzern hier so. Oder auch nicht. Die ist zu, ne? Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Auf der Tür steht Zugführerbüro. Ah, okay, was ist das hier? Ein Kartenlesegerät. Die Tür öffnet sich sicher, wenn sie die richtige Karte haben.
Ja, okay, aber die Leiche dieses Zugmitarbeiters wurde brutal zerrissen. Oh mein Gott. Er hält etwas fest. Ein Zugschlüssel. Danke. Oh, und eine Cutscene. Oh oh. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. You've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? Worse than... We can't... You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Um Himmels Willen! Okay, Zombiehunde... Okay, Moment, Freunde, Moment. Nicht wieder so schnell hier. Ja, das war eben der Billy Cohen tatsächlich, der uns über den Weg gelaufen ist. Und er scheint ein ziemlich witziger und verrückter Kollege zu sein. Okay, und wir haben jetzt hier unseren Kollegen, der hat es leider nicht geschafft. Und wir müssen jetzt hier... Wie mache ich das jetzt am besten? Okay. Da ist der Zombiehund. Okay, da sind Zombiehunde. Die kennt man. Aua. Ich sehe nichts. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Geh schnell zurück. Oh Gott. Oh. Boah, schaut euch mal diese Grafik an. Ah, jetzt habe ich gerade... Du blödes Ding. Blöde Zombiehunde hier. Schaut euch diese Grafik an. Okay, er kommt. Okay. Aber zum Glück muss man da nicht nach unten zielen. Das ist sehr angenehm gemacht. Boah, halten die viel aus. Verdammt nochmal. Wie viel Schaden machen die? Ich gucke gleich. Er kommt nach rechts. Und da ist er. Boah, ekelhafte. Ekelige Viecher. Schau dich die mal an. Die guten alten Hunde. Okay, und unser Kollege hier, der hat es nicht geschafft. Edward, vor ein paar Stunden warst du noch so glücklich. Er hält etwas fest. Munition, ja, vielen Dank. Und wir sind im gelben Bereich. Das heißt, ich werde das Kraut nutzen. Ich habe keine Lust, hier im gelben Bereich rumzutuppeln. Deswegen, ja... Gut, liebe Leute, da wir jetzt tatsächlich allerdings schon beim Folgeende angekommen sind, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat von Resident Evil Zero, von unserem neuen Projekt, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht im Zug, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss.